Für diese Trainingseinheit benötigen wir zwei Kissen, drei 1,5 Liter Wasserflaschen und einen Stoffbeutel bzw. eine Plastiktüte, die stabil ist. Die folgenden vier Übungen führst du bitte gleich möglichst ohne Pause direkt hintereinander durch. Das gilt als ein Durchgang. Und jetzt die entsprechenden vier Übungen. Erste Übung, Schulterbrücke am Boden. Dafür bitte einmal die beiden Kissen auf den Boden legen. Du legst dich ebenfalls auf den Boden. Das hintere Kissen wird unter deinem Kopf platziert. Auf das vordere Kissen stellst du beide Beine breiter als schulterbreit, oder ja, ungefähr schulterbreit hin. Fersen werden in das Kissen gedrückt. Arme seitlich am Körper halten. Jetzt einmal den Po nach oben bringen. Und jetzt Spannung hier im Po halten und möglichst langsam das Kissen nach vorne schieben, ohne den Po abzusetzen. Hinten bis kurz halten, wenn du hinten bis kurz halten, langsam ablegen, wieder ranziehen, hoch, flüssig atmen und eine gute Körperspannung halten. Wichtig ist, den Po alles angespannt halten. Zweite Übung. Gehst du jetzt in den Vierfüßlerstand. Wir machen jetzt in diesem Vierfüßlerstand, heben wir die Knie leicht an. Das heißt, hier platzieren. Schultern wieder hinten lassen, Schultern bleiben aber auf Höhe, die vorderen Schultern auf Höhe der Hände. In dieser Position Beine aufstellen hinten und jetzt die Knie ganz leicht vom Boden abheben und Spannung halten. Der Bauch wird angespannt und nur halten. Blick nach unten, flüssig atmen. Wem das im Knien wehtun sollte, der nimmt einfach ein Kissen zur Hilfe und achtet darauf, dass die Knie aber bitte nur ganz leicht angehoben werden und eine gute Körperspannung vorhanden bleibt. Zweite Übung, also den Vierfüßlerstand mit dem Knie anheben. Dritte Übung, dafür nehmen wir jetzt einmal bitte den Beutel und füllen da die drei Wasserflaschen rein. So. Nach Bedarf können noch mehr Wasserflaschen genommen werden oder halt weniger, je nachdem wie schwer das Ganze sein soll, damit die vorgegebene Wiederholungszahl bitte auch erreicht wird. Jetzt die Beine etwas breiter ruhig hinstellen, Oberkörper aufrichten, Bauch ist angespannt, den Beutel in die Hand nehmen und jetzt einmal nach Beutel nach oben ziehen und die Ellenbogen in dem Moment nach außen rausstrecken. Wie so eine Chicken-Bewegung quasi, die man macht, indem man die Ellenbogen rausschiebt. Schön die Spannung halten. Wichtig ist, dass der Beutel schön nah am Körper hochgezogen wird, Schultern bleiben hinten, Bauch ist angespannt. Dritte Übung also, den Beutel nach oben ziehen. Vierte Übung, Burpees. Dafür bitte einmal in die Liegestützposition, ich mache es rum, in die Liegestützposition gehen. Spannung halten, Bauch richtig anspannen. Jetzt das linke Bein nach vorne nehmen, das rechte Bein nach vorne nehmen. Einmal leicht nach oben springen und wieder zurück. Jetzt links nach hinten, rechts nach hinten. Jetzt beim zweiten Mal mit dem anderen Bein. Rechts nach vorne, links nach vorne, hoch. Und dann, wenn wir sicherer sind, immer im Wechsel und nach das Tempo steigern. Diese vier Übungen jetzt bitte direkt hintereinander durchführen. Das gilt dann als ein Durchgang. Ich mache das jetzt einmal im Schnelldurchlauf wieder durch, wie das Ganze aussehen sollte. Erste Übung also die Schulterbrücke. Zweite Übung, Knie anheben im Vierfüßlerstand. Bauch richtig anspannen. Jawohl. Dritte Übung, Beutel nach oben ziehen. Und vierte Übung, Burpees. So weiter. Auf geht's. Du kannst mit dem Training starten.